Am Anfang der Diagnostik steht die Untersuchung mit beiden Händen. Das heißt, der Arzt wird die Schilddrüse abtasten. Sollte sich hier schon ein Befund zeigen bzw. ein Knoten tasten, so ist er einer weiterführenden Untersuchung zuzuführen. Als erstes eine Ultraschalluntersuchung, dann eine Labordiagnostik. Im Weiteren ist oft noch eine nuklearmedizinische Untersuchung im Sinne einer Scintigraphie notwendig. Die wird natürlich beim Nuklearmediziner gemacht. Die Ultraschalluntersuchung und auch soweit nötig eine Feinnadelpunktion kann beim Internisten, beim Chirurgen oder eben beim Nuklearmediziner erfolgen.